Willkommen zum Wochenrückblick bei CCM TV, BKF, Ihrem Burgenlandsender. Letzten Dienstag übernahm Bürgermeisterin Inge Boschkruska offiziell die Bundesratspräsidentschaft. In feierlicher Atmosphäre im Wiener Rathaus übergab Bundesrat Reinhard Todt den Vorsitz im Burgenland an Bundesrätin Inge Boschkruska. Sehen Sie die ersten Worte nach der Übergabe der Präsidentschaft. Der Bundesrat, die zweite österreichische Parlamentskammer, ist das politisch wichtigste Gremium der Länderzusammenarbeit und des Föderalismus im politischen System Österreichs. Das Land Burgenland hat mit 1. Juli 2018 turnusmäßig den Vorsitz im Bundesrat übernommen. Die Hirmer Bürgermeisterin, Bundesrätin Inge Boschkruska, folgte auf den Bundesrat Reinhard Todt an der Spitze der Länderkammer des österreichischen Parlaments. Die künftige Präsidentin des Bundesrates, Inge Boschkruska, seit Mitte 2010 Mitglied des Bundesrates, nannte als ihre Schwerpunkte für das kommende Halbjahr die Themen Demokratie, Kinderrechte und Soziales. Ich freue mich sehr, dass ich dieses Amt ausüben darf, dass ich dieses Amt ein halbes Jahr das Burgenland in Österreich zu vertreten wahrnehmen darf. Es ist für mich keine Selbstverständlichkeit. Es ist für mich, den Bundesrat zu leben und zu vertreten, eine Ehre. Ich kann Ihnen sagen, ich bin seit 2010 im Bundesrat und ich bin eine überzeugte Bundesrätin. Ich mache diese Arbeit sehr gern, weil ich glaube und fest davon überzeugt bin, dass unsere Demokratie das Zweikammernsystem braucht und auch lebt. Und dafür möchte ich dir, lieber Michael, auch ein herzliches Dankeschön sagen. Du hast es bei deiner Erklärung des Landeshauptmanns im Bundesrat sehr eindeutig gesagt, wie notwendig und wichtig dieses Zweikammernsystem auch ist. Im Zuge der Übergabe der Bundesratspräsidentschaft wurde auch der Vorsitz der Landeshauptleutekonferenz dem Burgenland an Landeshauptmann Hans Nissel übergeben. Hier einige Ausschnitte der langen Rede von Landeshauptmann Hans Nissel. Und wir haben auch heute, der Wiener Bürgermeister und ich, im Vorgespräch wieder versucht, Weichenstellungen vorzunehmen, die Landeshauptleute betreffen, wo wir doch relativ lange über Lösungen wieder diskutiert haben. Nämlich im Bereich der Jugendwohlfahrt. Wie kann das in Zukunft weitergehen? Wo finden wir den Konsens, nicht zwischen Wien und dem Burgenland, sondern wie finden wir österreichweit? Wir haben auch noch den Bürgermeister und Landeshauptmann von Wien, Dr. Michael Ludwig, zu seiner Meinung zum Vorsitzwechsel in der Landeshauptleutekonferenz gefragt. Sie haben heute Vorsitz an die Landeshauptmann Nissel übergeben. Was erwarten Sie von dem Burgenland? Ja, Landeshauptmann Nissel ist ein sehr erfahrener Landeshauptmann und er war schon mehrfach Vorsitzender auch der Landeshauptleutekonferenz und er hat heute in seinem Referat deutlich gemacht, wo er die Schwerpunkte setzen möchte. Er hat sich viel vorgenommen, aber er kann sicher sein, dass er nicht nur meine Unterstützung hat, sondern des Bundeslandes Wien und ich bin sicher auch alle anderen österreichischen Bundesländer, denn er ist eine sehr anerkannte Führungspersönlichkeit auch im Rahmen der Landeshauptleute. Sie haben aber bei Ihrer Ansprache viel gesprochen, wie wichtig ist der Bundesrat. Und da freue ich mich, wieder Burgenland nimmt der Bundesrat. Was wünschen Sie an die Präsidentin Inge Boschkruska? Ja, sie ist eine sehr erfahrene Bundesrätin. Sie ist schon seit, wenn ich mich richtig erinnere, 2010 im Bundesrat und kennt natürlich die zweite Kammer im Parlament sehr gut. Sie kennt auch die Möglichkeiten. Sie hat auch neue Akzente jetzt schon gesetzt, vor allem im Bereich der Kinderrechte. Aber sie hat auch angekündigt, dass der Ausschuss für europäische Integration hier einen besonderen Stellenwert bekommt. Also sie ist eine sehr, sehr tüchtige Politikerin und das Burgenland kann stolz sein, solche Mandatarinnen aus ihren Reihen namhaft machen zu können. Die FPÖ Burgenland ließ ein halbes Jahr Regierungsbeteiligung im Bund Revue passieren. Das Fazit ist, eine blaue Beteiligung ist auf allen Ebenen gut. Die FPÖ Burgenland zog heute Bilanz über ein halbes Jahr Regierungsbeteiligung im Bund und hat der Bundespartei ein gutes Zeugnis ausgestellt. Die freiheitliche Regierungsbeteiligung tut auf allen Ebenen gut. Das sieht man im Land, aber nach über einem halben Jahr auch im Bund, betonte Landesparteiobmann, Landeshauptmann Stellvertreter Johann Schürz im Zuge einer Pressekonferenz in Eisenstadt.
die er gemeinsam mit der dritten Landtagspräsidentin Ilse Benkel, Landesrat Magister Alexander Petschnig und Klubobmann Landtagsabgeordneter Gesa Molnar abhielt. Positive Veränderungen gebe es nur mit der FPÖ. Mit der FPÖ als Regierungspartner wird ein neuer Stil des positiven Miteinanders gelebt. Das 5. Neufelder Golf Open wurde letzte Woche im Golfclub Donnerskirchen abgehalten. Die Siegerehrung fand dann im Fred-Sinowatz-Kulturzentrum in Neufeld statt. Der Reinerlös kommt dem Sozialfonds Michael Lampel aus Neufeld zugute. Das bereits 5. Neufelder Golf Open wurde zugunsten des Sozialfonds Bürgermeister Michael Lampel aus Neufeld gespielt. Das Golfturnier wurde auf einem der schönsten Golfplätze Österreichs am Golfplatz Donnerskirchen ausgetragen. Viele Prominente, darunter Helmut Höflöhner, Sepp Maier und viele andere waren am Start. Bei schönstem Golfwetter absolvierten die Teilnehmer dann die 18 Löcher. Diesmal war aber nicht nur das Golfspielen das Wichtigste, sondern auch das Treffen mit Prominenten und vor allem der Sozialfonds Michael Lampel. Die Siegerehrung fand dann in Neufeld im Fred-Sinowatz-Kulturzentrum statt. Was sagen die Organisatoren Bernd Dalosch und Franz Kaiser zu diesem Golf-Open? Ja, vor 5 Jahren ist der Kaiser Franz und ich zusammengesessen und sind wir zusammengesessen und haben gesagt, wir wollen was Gutes für Neufeld machen. Dann sind wir zu der Idee gekommen, ein Golfturnier zu organisieren. Wir kennen beide sehr viele Profisportler, ehemalige Profisportler und mittlerweile ist dann das 5. Turnier hier in Neufeld. Wir haben eine stolze Summe schon von in den letzten 4 Jahren von 24.000 Euro erspielt und es ist immer wieder schön, dass zahlreiche prominente Spieler hier nach Neufeld finden. Mit dieser Veranstaltung und auch schon einen Tag vorher mit Sefischwelle Mörbisch, was auch Kultur ein bisschen bringt. Kultur und Sport ist ja eine Sache und wir sind stolz, dass wir immer wieder diese Leute herbringen. Der Ferdinandusorden feierte letzten Samstag das Ordenshochfest. Altbischof Paul Ibi zelebrierte vor den zahlreichen anwesenden Gästen die Heilige Messe. Danach wurde Landeshauptmann Stellvertreter Joachim Schütz und Silvia Fleck von CCMTV zum Ritter geschlagen. Einmal im Jahr veranstaltet der Ferdinandusorden sein Ordenshochfest und lud zur Friedensmesse in die Heidenkirche in Eisenstadt ein. Nach dem Eintreffen der Gäste und der Mitglieder des Ferdinandusordens begann das Hochfest mit dem Einzug in die Kirche. Die musikalische Begleitung übernahm das Bläserensemble der Polizeimusik Burgenland. Die Messe zelebrierte Altbischof Paul Ibi, der auch Mitglied des Ferdinandusordens ist. Im Rahmen der Feierlichkeiten wurden auch Mitglieder und Unterstützer des Ordens zu Rittern geschlagen. Darunter war auch Landeshauptmannstellvertreter Johann Schürz und wirklicher Hofrat Johannes Pinzulic. An die anwesenden befreundeten Vereine wurden gesegnete Fahnenbänder überreicht. Hier einige Ausschnitte und die Ritterschlagungen. Thank you.
45 Jahre Schlosskonzert in Halbturn. Im Rahmen der Halbturner Schlosskonzerte konnten die Kulturfreunde mehr über den Komponisten Gottfried von Einem erfahren. Sein Sohn Kaspar und Erhard Busseck erinnern sich an ihn. Die Jubiläumsveranstaltung anlässlich 45 Jahre Halbturner Schlosskonzerte und zum 100. Geburtstag von Gottfried von Einem fand im Halbturner Schloss mit mehreren Konzerten statt. Das im Barockstil gebaute Schloss diente dem Kaiserhaus als Jagd- und Sommerresidenz. 1973 rief der Komponist Robert Schollung die Halbturner Schlosskonzerte ins Leben und seitdem ist das Barockschloss in den Sommermonaten ein Treffpunkt für Musikliebhaber. Im Wohnsalon von Maria Theresia begeisterte Mezzosopranistin Angelika Kirchschlager das Publikum. Sie sang Lieder von Mozart, Kurt Weill und Franz Schubert. In den Gesprächsrunden zwischen den Musikstücken gab es dann ganz private Einblicke in das Leben des Komponisten Gottfried von Einem. Sein Sohn Kaspar erzählte von seinem schwierigen Verhältnis zu seinem Vater und auch Erhard Busseck erzählte über seine Erfahrungen mit dem Komponisten. Bis 18. August stehen noch weitere Veranstaltungen auf dem Programm. Jetzt machen wir weiter mit den Kurznachrichten. Ein 33-jähriger ungarischer Staatsangehöriger fuhr mit seinem Pkw auf der B63 und bemerkte, dass das Kontrolllicht der Bremsleuchte am Armaturenbrett aufleuchtet und nahm Brandgeruch wahr. Der Mann fuhr sofort zum Fahrbahnrand und stieg aus. Die Feuerwehren Großpetersdorf und Dürnbach konnten den Brand löschen. Im Zuge der letzten Bezirksvorstandssitzung hat Barbara Michlitsch aus St. André ihr Amt zur Verfügung gestellt. Daniel Pecht aus Andau wird künftig die Geschicke der Jugend ÖVP im Bezirk Neusiedl am See leiten. Wir werden die junge ÖVP im Bezirk vergrößern und verlässlich Partner unserer Generation sein, denn die Jugend braucht eine starke Stimme. Unser Ziel ist es, in den Gemeinden auf die Jugendlichen zuzugehen, um sie für die junge ÖVP zu begeistern, so Pecht. Das 3,5 Kilometer lange Teststück zwischen der Simmeringer Heide und dem Knoten Schwechat ist eine bekannte Staustrecke. In Ballungsräumen ist die Freigabe von Pannenstreifen bei Überlastung eine gute Möglichkeit, die Straßenkapazität und den Verkehrsfluss zu erhöhen. Der Individualverkehr wird dadurch beschleunigt, unterstreicht Reser. Die Fahrzeit der Pendler im Bezirk Neusiedl zum Arbeitsplatz wird damit verkürzt. Das Burgenland weist das geringste regionale Wachstumspotenzial aller 9 Bundesländer auf, zeigt sich Landesparteiobmann Thomas Steiner besorgt. Während Wien, Salzburg und Tirol über hohes Potenzial verfügen, liegt das Burgenland an letzter Stelle. Besonders besorgniserregend ist, dass unser Bundesland verglichen mit allen anderen Bundesländern an allerletzter Stelle steht, warnt Steiner, obwohl in den vergangenen 22 Jahren EU-Förderungen geflossen sind. Ausführliche Berichte und Filmbeiträge zu diesen und anderen Themen finden Sie auf unserer Seite. Und zum Schluss kommen wir zu unseren Veranstaltungshinweisen. Am 17. Juli findet die Schlagernacht auf der Seebühne in Mörpisch statt. Beginn ist um 20 Uhr, Tickets erhalten Sie auf Wien-Ticket oder auf ÖE-Ticket. Die lustigen Weiber von Windsor finden am 18. Juli, 20. und 21. Juli auf der Festwiese in Güsting statt. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Am 20. Juli um 14 Uhr findet die Renaissance-Führung für Kinder im Schloss Lackenbach statt. Weitere Veranstaltungen finden Sie auf unserer Seite. Das war es wieder für diese Woche. Vielen Dank für Ihr Interesse und eine schöne Woche. Wünsche Ihnen CCMTV Team Burgenland.